Hallihallo, Freunde, der NRW über 18 hier erneut in einem weiteren Let's Show zusammen mit dem Lekonios, dem die Wii U gehört, mit der wir hier gerade dieses wunderschöne Let's Show zeigen. Und diesmal spielen wir... Entschuldigung, die ganzen Updates. Ich konnte ja nicht, weil du ja die Wii hattest. Ja, mach dir jetzt. So, und wir spielen, was spielen wir? Vorbereitung. Nein, wir spielen nicht Vorbereitung. Splatoon. Wir spielen Splatoon. Und soll auch ein sehr nettes, lustiges Spiel sein. Kenne ich nicht. Für mich ein absoluter Blindrun, wie so oft. Und ich habe letztens bei Mediamarkt eine Wii U gesehen mit Mario Kart 8 und diesem Spiel hier. Das heißt, damit fängt man sozusagen auch an beim Wii U-Spielen. Und deswegen kann es eigentlich kein schlechtes Spiel sein. Da werden wir uns jetzt mal überraschen lassen. Ich spiele jetzt mit Gamepad und Du spielst mit Pro-Controller. Ach, ist mir doch Wurst. Für mich ist es ein Gamepad. Aber es ist kein Gamepad. Und es geht darum, sich hier gegenseitig mit Farbe zu besprühen oder zu beschmeißen. Also ist für dich ein iPhone zum Beispiel jetzt auch ein Tablet. Pass mal auf, ja? Ich habe damals noch Handys gehabt, da hat man eine Antenne ausgezogen und die Dinger waren so schwer wie ein Bleiband. Okay. Wir kriegen jetzt erstmal die Nachrichten. Klar. Willst du das vorlesen? Die News aus der Stadt, in der die Gezeiten nie ruhen. Inkopolis. Das bist du. Ein tentakuläres Hallo. Vor den aktuellen Arenen. Hier eine Sondermeldung. Was gibt's Neues? Es gibt eine hochoffizielle Bekanntmachung. Doch nicht etwa. Doch. Bald findet wieder ein Splatfest statt. Und zu welchem Thema? Flüchtlinge. Sekunde, die Entscheidung fällt in diesem Moment. Ich bin so aufgeregt. Ich will's endlich wissen. Und da ist es. Das Thema für das Splatfest. Lass mal hören. Na gut, ich werde nun das Thema verkünden. Oh. Räusper. Das amtliche Thema des baldigen Splatfestes ist... Trommelwirbel. Tada! Ich mag lieber Zombies. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Untoten. Wie gruselig. Allerdings. Wir haben die vor sich hinter torkelnden Horden. Zombies! Und wir die schaurigen Mitternachtsgespenster. Geister! Passt ja eigentlich. Wir hatten gestern Halloween. Wir haben heute den 1. November 2015. Das ist aber mal ein unheimliches Thema. Passt aber. Gestern war Halloween. Was würdest du bei einem Zombie-Angriff machen? Ich würde mich verstecken. Hinter einer Wand oder so. Tja. Da kommen die Zombies nicht durch. Anders als Geister. Unterschätzt die Zombies nicht. Ich habe ja immer einen Kleckser unterm Bett. Was ist ein Kleckser? Ach, Zombies sind nur Zeit überall total Mainstream? Mainstream. Okay. Natürlich sind die beliebt, weil sie toll sind. Ich finde, Geister könnten mal ein Comeback feiern. Seht mich an, ich trage ein Laken. Voll gruselig. Und was denken unsere Zuschauer? Stimmt ab. Wer abstimmt, kriegt ein Splatfest-Shirt. Whee! Hier kommt das neueste Update. Was gibt's Neues? Es gibt was Neues zum Thema Waffen. Yay! Okay, wir verbringen erstmal hier ein Tutorial. Echt super, ich brauch dringend eine neue. Dann müssen wir wohl mal Arti fragen. Zur Verbesserung deines Spielergebnisses wurde Splatoon optimiert. Weitere Infos findest du auf der offiziellen Webseite. Da hat sich doch was am Spiel geändert. Ist ja aufregend. Genaueres findet ihr auf der Splatoon-Website. Schaut sie euch mal an. Machen wir. Und nun zu den aktuellen Standard-Kampf-Arenen. Trommelwirbel, tata! Oh wei. Blauflossen, was Depot? Ja. Diese Brücke ist ein echter Blickfang an dieser Arena, in dieser Arena. Die versperrt meinen Konzentrator die Sicht. Von hier sieht der Hafen nachts richtig toll aus. Ja, und dafür musstest du mich um 3 Uhr anrufen. Natürlich. Und nun zu den aktuellen Rangkampf-Arenen. Trommelwirbel, tada! Ein verlassenes Einkaufszentrum. Ich meine, gibt's einen cooleren Ort für Kämpfe? Wenn die Läden geöffnet wären, wäre es perfekt. Hm. Du siehst.
Die Luftfeuchtigkeit hier ist kaum auszuhalten. Wenn ich nur daran denke, brauche ich eine Dusche. Na dann, Flossenfreunde, bis zum nächsten Mal. Bleibt spritzig. Bleibt spritzig. Und das war jetzt einfach nur ein Tutorial, oder was? Ja, das bin jetzt ich, aber wir gehen... Da hinten werden die Online-Kämpfe, aber... Und ich gehe jetzt auch nicht abstimmen, weil das bringt eh nichts, weil ich eh nicht gewinne. Wir gehen ins... Kampf. Ja, also wie gesagt, Freunde, mit dieser Art von... Also, das soll ich vorlesen? Duell Dojo. Im Duell Dojo spielt ein Spieler auf dem Gamepad, der andere mit einem anderen Controller auf dem TV. Bitte sie auf das Gamepad. So, ich spiele jetzt das, was ihr seht, auf dem Bildschirm. Verbindet deinen Controller mit und drücke ZL plus Z. Du kannst ja hier deinen Controller auch noch mit anstellen. Warte, du musst erstmal deinen Controller anmachen. Ist der aus? Ja, jetzt. Okay. Du bist das Mädchen da. Na, ganz toll. Und da suchst du dir eine Waffe aus. Es gibt halt die Kleckser, ne? Die versprühen so Farbe. Den Sniper und den Blaster. Da kannst du dir jetzt eine Waffe aussuchen. Das hier, was ist das denn? Eine Rolle? Ja, das ist der Tintenrolle. Damit färbst du sehr viel ein. Aber es geht auch um Ballons zu schießen. Und dann so Punkte zu bekommen. Oh Gott. Die sieht lustig aus. Ich bin mal. Natürlich bin ich die Farbe Pink. Sagen wir mal so, du hast die Farbe blau, also bist du noch glücklich. Okay, das sind die Arenen, die man spielen kann. Welche wollen wir spielen? Wollen wir mit der ersten anfangen? Ja. Alles klar. Also, es geht darum... Oh. Ja, komm, egal. Es geht darum, Ballons abzuschießen und Punkte zu bekommen. Mit ZR schießt du. Was? Warte, ich muss selber nochmal gucken, wie das ging. Mit dem Knopf schießt du Bomben, ne? Ja, das habe ich auch schon rausgefunden. Mit ZR schießt du. Und mit ZL wirst du zum Tintenfisch. Mit was? ZL, damit wirst du zum Tintenfisch. Also, so kannst du in deine Farbe schießen. Was? Und so, du, um deine Farbe zu erneuern, ne, zum Aufladen, musst du Tintenfisch werden in deiner Farbe tauchen. Was ist das denn für ein Quatsch? Das macht voll Spaß in Online-Modus. Und in der Mitte sind gerade die Ballons. Ich hole mir die gerade alle mal. Da hinten ist der Thomas. Hinten ist er. Und da bist du direkt mal down. Weil ich besser bin als er. Geht der andere drauf ab, wa? Auf. Nein, bist. Ich stell dich mal gar nicht mal so doof an. Wo bist du denn? Da hinten ist er. Wo bist du? Ja, Mann. Ich habe 6 Punkte, du 0. Detektor, ich weiß, wo du bist. Ich sehe dich. Hallo. Oh nein, er hat Schutzschild. Wieso? Mann! Ich habe mich ganz nett versteckt. Ja, das ist auch total fair, wenn hier jemand sich überhaupt nicht auskennt. Soll ich mal Mitleid mit dir haben? Nee. Ich hab schon 30 Punkte. Aber nicht so drauf abgehen, weil das keine Leistung ist, hier gegen jemanden zu gewinnen, der sich überhaupt nicht mit dem Schild, mit dem Spiel auskennt. Nee, dann bin ich. Ach ja, und ich darf nicht auf den Bildschirm gucken, sonst weiß ich nämlich, wo du bist. Oh, da bist du ja! Mann, ey! Was? Du kannst auch einfach gedrückt halten. Ja, ich drück hier alles. Was ist das? Okay, du hast irgendwie gestoppt. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. In der Mitte sind ganzen Ballons. Dann bist du ja auch wieder. Oh, komm, bitte. Sehe ich noch nicht mal. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bist du! Quatsch. Wo bist du? Wo ist der Kleine? Bomben! Also das, Du hast Glück, du bist noch blau. Ich bin pink. Es macht aber keinen Spaß, wenn man nicht weiß, wie die Steuerung funktioniert.
Okay, dann machen wir jetzt eine Übungsrunde. Dann übe halt ein bisschen. Ich schieße dich jetzt nicht mehr ab. Du sollst die Ballons halb einser kaputt schießen, um Punkte zu bekommen. Ich lasse dich in Ruhe. Und mit ZR kannst du mich halb jetzt abschießen.